Hallo und herzlich willkommen hier bei Bird of Play. Ich bin der Lutz und wir sind hier immer noch bei Star Trek, der offiziellen Raumschiffsammlung. Heute 3 Folgen, weil die Centaur in Reupload ist. Ha! Huh. Ha, huh, 3 Folgen? Trotz Reupload? 3 Folgen? Was ist denn hier los? Die Antwort lautet: Ich habe mal wieder ein Shuttle bekommen, Ausgabe Nummer 3, und zwar das Shuttle-Schiff der Defiant, das Typ 10 Shuttle-Schiff. Länge nicht mal 10 Meter, 9,64 Meter, Besatzung 4 regulär und zugeteilt USS Defiant. Sehr schönes CGI-Bild haben wir hier. Vor allem guckt euch hier mal den Verschleiß auf der Hülle an. Das Ding ist gar nicht so oft zum Einsatz gekommen, sieht aber jetzt schon wie durch den Arsch gezogen aus. Das muss man auch erstmal hinkriegen. ja. Ja, aber das. Ach, richtig. Das ist jetzt interessant. Das Typ 10 Shuttle. Seht ihr das? Ja, ihr seht das. Das Typ 10 Shuttle stellte eine verbesserte Version der Typ 18 Shuttles dar, welche die Defiant bei ihrer verfrühten Indienststellung erhalten hatte. Ah, okay. Also ist das hier das nachgerüstete Shuttle. Ich habe mich nämlich immer gewundert, warum es zwei verschiedene Shuttles für die Defiant gab. Aber. Das sieht auch richtig scheiße aus. Das sieht eher aus wie so ein Rettungsboot irgendwie. Während das Shuttle, ja, das hat was. Erinnert mich ein ganz kleines bisschen an das Shuttlepod von der NX-01. Das werden wir übrigens auch in der Sammlung bekommen. Und ich hoffe auch irgendwie ein bisschen Star Trek Online. Ach so, das war's schon. Ach ja, stimmt ja, das waren ja immer bloß ein paar kleinere, ja. Dünn. Die haben wir es nochmal von vorne, leicht angebrannt hier vorne. Wusste ich's doch. Eine Seite fehlt doch noch, und zwar der Aufbau des Schiffes. Und wir haben hier tatsächlich zwei Sitze. Das hier ist bestimmt die eine Hälfte des Schiffes. Hier fehlt dann, hier würde dann quasi noch die andere Hälfte, also passen hier wirklich 4 Leute rein. Sehr interessant. Das ist ein ganz schön großes Shuttle für die Defiant. Ich meine, die Defiant ist ja jetzt nicht so das riesige Raumschiff, ne? Interessantes Shuttle-Schiff. Gefällt mir. Man könnte es wirklich ansehen als, ja, die 24. Jahrhundert-Version des Shuttlepods von Captain Archer. Das ist cool. Das gefällt mir. Wie schon eben gesagt. Ich weiß nicht, wie ich das kommentieren soll. Das ist ja hier ein Flugblatt, was wir dazu bekommen haben. Gut, dann sehen wir uns gleich beim Modell wieder. Hier steht Shuttle-Schiff Cheffy. Cheffy? Das ist die Captain-Sache von Captain Janeway. Das ist eine fliegende Kaffeemaschine. Nein, Quatsch. Okay, wir hören schon auf mit dem bösen Captain Janeway. Wir wissen, das ist ein Shuttle-Schiff Cheffy oder wirklich Cheffy? Ich schätze mal Cheffy. Ja. Ich wollte bloß mal ganz kurz eine Sache sagen. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal erwähnt habe. Wir haben hier erstmal wieder diese wunderschöne Elkars-Karte. Wartet mal ganz kurz. Komme ich jetzt. Ein Stückchen Papier, ja, sehr professionell hier. Ja, hier haben wir ein Stückchen Papier, dann kann ich euch das, glaube ich, ein klein wenig besser zeigen. Genau, kann ich tatsächlich, wenn wir hier mal so ein kleines Stückchen Papier drunter legen, da seht ihr das nämlich relativ schön. Ich zoome auch mal ein bisschen ran. Diese Karten finde ich echt richtig cool eigentlich. Und eigentlich habe ich mich ja immer gewundert, was das hier für Dinger sind. Weil ich immer gedacht habe, dass man damit irgendwie das Shuttle-Schiff auf dem Ständer richtig festhält. Irgendwann. Das war, glaube ich, beim letzten Shuttle-Schiff, der sich bekommen habe, schrieb einer Lütz, dass die Dinger steckt man hier unten dran, damit man die Karte hinstellen kann. Und als ich das gehört habe, ging mir so durch den Kopf, ja, das ist absolut logisch, absolut cool und ja, ich habe es mal wieder verhauen. Nein, aber die Karte gefällt mir echt cool. Ich mag das. Warum hat nicht jedes Schiff so eine Karte? Das wäre doch cool. So eine schematische Darstellung von dem Schiff, das wäre echt richtig cool. Also, lassen wir die Karte hier mal liegen. Ich weiß nicht, könnt ihr das noch so sehen? Na, mal gucken. Ich zoome erstmal wieder ein bisschen raus. Und jetzt kommen wir nämlich zum Highlight. Und ich muss echt sagen, diese Shuttle-Schiffe haben es verdammt nochmal in sich. Es gibt einfach kein Shuttle-Schiff, wo ich sage, es sieht scheiße aus bisher. Und
Das Schiff ist nicht anders. Das Ding ist detailliert bis zum geht nicht mehr. Es ist herrlich. Erstmal einmal die grundsätzliche Form perfekt getroffen. Wir haben hier sau viele Höhendetails. Ich zoome mal ein bisschen näher ran. Wupp. Wir haben hier sau viele Höhendetails auf den Triebwerken. Hier diesen Impulsantriebkristall, den man eigentlich von der Enterprise kennt, von der Constitution Klasse Refit. Also die Details hier sind schon mal Bombe. Paintjob ist Bombe. Wir haben hier erstmal einen grundsätzlichen sehr, sehr hellen, grauen Paintjob bekommen. Sieht richtig cool aus. Wir haben hier ein bisschen hellblau. Wir haben hier ein bisschen. Farbapplikationen sind alle sehr, sehr schön. Guckt euch die Details hier unten an. Hier unten hat mich das Schiff eben richtig umgehauen. Wir haben hier, das sind bestimmt Rohre, irgendwelche Leitungen für Treibstoff. Und hier haben wir die Andockklammern. Dieser Detailvielfalt hier ist. Ich liebe diese Shuttle-Schiffe. Ja, was mir gerade hier missfällt, ist mein Paint-Shop hier. Oh, wartet mal. Besser gesagt, die Decals hier sind. Ja, jetzt seht ihr es hier, sind leider verschmiert. Ha, schade. Ha, na ja, muss man mal so ehrlich Kritik anbringen. Aber ja, mein Gott. Verzeih ich Ihnen, wir haben hier hinten nämlich, guckt euch das, ein halbsichtige oder halbsichtiges blaues Kunststoff. In so einem kleinen Teil. Ganz kurz, so klein ist das Teil. Das Ding ist so lang wie ein Finger von mir. Und wir haben hier drinnen Kunststoffteile. Ist das mal geil? Der Impulsantrieb ist hier hinten ähnlich wie bei der Centaur so, ja, etwas schlicht, aber dennoch effektiv. Wir haben hier hinten das Shuttle-Tür. Sehr, sehr detailliert. Sehr, sehr schön. Und hier hinten haben wir Streifen. Soll das Phaserbänke sein? Ich denke, was soll das sein hier hinten? Steht das da auf der Koppel? Oh, Tatsache, das steht da tatsächlich. Aft Landing Gear ist das. Das ist also das hintere. Landing Gear, wie Gear, halt, das kann man ausfahren, damit das Schiff besser steht. Was ist jetzt die konkrete Übersetzung für Gear? Landing Gear, ich komme jetzt gerade echt nicht auf die Übersetzung von Landing Gear, glaubt ihr es? Ist ja egal, auf jeden Fall sind das hier auch nochmal andere Klammern, sagen wir es einfach mal so. Hier haben wir nochmal blaue Farbapplikation für diese Kästen hier. Hier haben wir nochmal blaue Farbapplikation. Ja, sieht cool aus, ohne Frage, gefällt mir sehr, sehr gut. Hier, das muss ich euch mal so ganz leicht von der Seite zeigen. Ich habe erst gedacht, dass wir hier auch nochmal orangenen Plastik bekommen haben, orangenen Kunststoff. Ist nicht, es ist eingezeichnet, ein Paintjob ist da reingekommen. Es sieht aber geil aus, also sehr, sehr leuchtend, sehr, sehr kräftig, richtig cool. Und wir haben hier auch nochmal hier oben über dem Bussard-Kollektor haben wir auch nochmal Details. Das ist richtig cool. Ja, ich mag das Schiff einfach zu sehr, glaube ich. So, jetzt gucken wir uns das hier mal von der Seite an. Wir haben hier wieder Thrusters. Ein Thruster-Decal. Es ist klar und scharf und sieht awesome aus. Wir haben hier Chefi stehen. Sehr klar, sehr scharf. Oh, wir haben hier eine Registrierungsnummer. Da muss ich mal ganz kurz gucken, was steht da. Defiant Shuttlecraft 1. Und ich kann es lesen. Awesome. Und hier haben wir auch nochmal einen Schriftzug, der ein bisschen kleiner ist. Entschuldigt bitte, wenn ich das jetzt rausziehe. Man kann Buchstaben zwar erkennen, aber ne, ich kann es nicht richtig lesen. Vielleicht, wenn ich mal noch ein bisschen reinzoome. Ne, geht nicht. Ne, schade. Au, ja, jetzt habe ich es noch ein bisschen schärfer bekommen. Das kann ich hier leider nicht lesen, ist aber nicht so schlimm. Guck mal, wir haben hier noch überall so kleine Haken in den Ecken von den Vierecken. So ganz, ganz kleine Decals, die aber immer noch wahnsinnig scharf sind. Die immer noch wahnsinnig detailliert sind. Ich liebe diese Shuttle-Schiffe. Ich will mehr von diesen Shuttle-Schiffen. Zeige ich euch hier nochmal die Warp-Gondel von oben. Das hier ist eine Phaserbank. Das wollte ich schätzen, ist eine Phaserbank. Ach ja, wir haben hier nochmal NX-74-205 stehen. Oh, hier nochmal so ganz kleine rote Decals. Ach, ist das toll. Hier diese Farbapplikation. Sieht sehr, sehr cool aus. Hier haben wir, da habe ich immer gedacht, dass das bei der Defiant Rettungskapseln sind. Das scheint ja aber eher sowas zu sein wie, weiß ich, Antimaterie-Tanks oder sowas, Deuterium-Tanks, keine Ahnung. Also es gehört hier mit zum Antrieb. Sieht sehr, sehr cool aus.
Nur mal ganz kurz gucken. Ja, haben hier ein bisschen verfehlt bei dem hinteren, aber na gut, bei so einem kleinen Detail kann der Paintjob ruhig mal verfehlen. Aber das ist jetzt hier blau. Die Kugel, nehmen wir es jetzt einfach mal, diese Halbkugel, ist halt hellblau und dann da oben die Spitze ist nochmal in demselben Grau wie der Höhlenpaintjob. Sieht sehr, sehr cool aus, ja. Hier haben wir nochmal dieses Gitter, was man auch von der klassischen Klasserefit kennt, mit so einem kleinen Strich da oben. Naja, was soll's. Ja, jetzt gucken wir uns doch mal von der Seite hier alles an. Ja, hier sehen wir schon einen kleineren Produktionsfehler, leider, aber. Was soll's hier? Fenster hier vorne? Oh, guckt euch die Details hier oben an, der Rahmen. Hier ist auch nochmal, das ist bestimmt auch nochmal ein Phaser. Ey, das ist so ein geiles Schiff hier. Nochmal ganz klar, ganz deutlich. NX-74025. 025-205, Lutz. Hier nochmal Details, Details, Details. Also wirklich so hier nochmal von unten ganz nah. Unscharf, jetzt ist es scharf. Oh, das ist eine wahre Augenweide hier, das Shuttle. Jetzt bin ich schon richtig gespannt. Ich kriege jetzt definitiv noch das Shuttle-Schiff Typ 2 von der Voyager, da bin ich auch schon sehr, 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 sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall ist das hier schon mal ein Hammerteil. Also, wenn das Shuttle-Schiff, das letzte jetzt hier von der Voyager, das vorletzte oder das. Es kommen noch einige Shuttles mit dazu zu dieser Sammlung, die bisher noch nicht so richtig veröffentlicht sind. Nur die Prototypen hat man schon gesehen, wenn ihr da auf verschiedenen Seiten. Ich bin zum Beispiel beim amerikanischen Memory Alpha. Oder beim englischen Memory Alpha habe ich schon ein paar Bilder gesehen von den eigentlichen Schiff, von den eigentlichen neuen Schiffen, Schiffmodellen, wie auch immer, von den Prototypen jetzt. Warum sage ich nicht gleich Prototyp? Ich habe keine Ahnung, weil ich mich hier gerade ein bisschen auf das Objektiv konzentriere, in der Hoffnung, dass ich das nochmal scharf kriege hier. Jetzt ist es scharf. Ich muss da richtig dran dehnen und nicht nur immer so zögerlich. Kann man richtig gut, kann man richtig fest dran ziehen, Mensch. Ja, also ich habe schon die Prototypen der nächsten Shuttle-Schiffe gesehen und man kann nur sagen, das wären auch nochmal Augenweiden. Wo ich mal ganz ehrlich, ich habe mich immer den Gedanken erwischt, dass das hier vorne, das Fenster, das Cockpit-Fenster schwarz ist. Habe ich überhaupt nichts gegen, überhaupt nicht. Aber ich habe mich eben bei den Gedanken erwischt. Ich stelle euch mal ganz kurz vor, die hätten hier so ein kleines Klebchen reingemacht, wo man so ein paar Innenraum, so ein bisschen Innenraum sieht. Das wäre cool. Ein bisschen Innenraum hier drin, das würde nochmal, boah, das wäre mega, mega, mega episch. Aber dass der schwarz ist, ist überhaupt nicht schlimm. Ja, tut dem Schiff einfach nicht weh. Es ist einfach rundrum gelungen. Hier diese blaue Plastik, diesen blauen Kunststoff, den wir bekommen haben. Es ist einfach. Guckt euch das von vorne an. Und von unten. Es ist einfach nur so geil. Mir fällt gerade auf, beim Klingonenschiff habe ich die Rundumsicht vergessen. Bei das in Tower auch. Eieiei, ich schäme mich. Und jetzt kommen wir zum ganz großen negativen Ding. Es hält doch relativ fest, aber man legt halt diese Shuttle-Schiffe, man hat hier auf diesem Ständer halt so eine ganz glatte Oberfläche und dann stellt man das da drauf und fertig ist und es muss ein bisschen, naja. Ja. Ist halt wirklich bloß so zu sagen ein Display, wenn nicht. Aber alles im allem hammer geiles Teil. Ich freue mich jetzt schon auf das letzte Shuttle-Schiff, der Original vier Stück, die wir eigentlich bekommen hätten sollen. Cool, einfach nur sau, sau cool. Das war also Shuttle-Schiff Chefi, wenn es so ausgesprochen wird. Ich hoffe mal. Hier nochmal hoch die Karte. Gehen wir uns nochmal ganz kurz an. Dazu haben wir hier das Shuttle. Coole, coole Sache. Und dann wollte ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal dann wieder bei der regulären Raumschiffsammlung. Als nächstes kommt die Steamrunner-Klasse, auf die ich mich schon sehr, sehr freue. Also bis zum nächsten Mal. Schausen.